Ja, Mahlzeit zusammen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Jo, heute mal wieder zu den klassischen Taschenmessern. Die bestimmen ja im Moment so ein ganz klein bisschen meine Sammelleidenschaft. Und wie ihr jetzt an den Röhren auf dem Tisch erkennen könnt, ist zu den zwei T-Dude noch ein drittes dazugekommen, nämlich ein Northfield Unexcelled, ebenfalls natürlich aus dem Hause Great Eastern Cutlery. Die Verpackung ist allen gemein. Auch der generell klassische Aufdruck, teilweise dann mit ein bisschen Story, gerade bei den Tom's Choice Barlow Messern, ist das ja ganz deutlich zu sehen. Da sind dann Referenzen auf Tom Sawyer und Huckleberry Finn aus den Geschichten von Mark Twain. Ganz liebevoll gestaltet, schön gemacht, klassischer Aufbau. Das ist wirklich was, was das Sammlerherz höher schlagen lässt, wenn das mit Tradition verknüpft ist. Sei es nun echte Tradition oder teilweise dann vielleicht auch ein bisschen nur Nostalgie. Das ist auf jeden Fall was, was mich persönlich sehr anspricht und was meine Leidenschaft für diese klassischen Taschenmesser auch definitiv noch weiter befeuert. Ja, und deswegen wollte ich jetzt mal ganz kurz auf die Unterschiede eingehen zwischen den beiden Linien T-Dude und Northfield Unexcelled. Kommen sie doch beide aus dem gleichen Haus, nämlich von Great Eastern Cutlery. Wie ihr schon sehen könnt, die Gestaltung der Pappröhren ist definitiv sehr ähnlich, sehr vergleichbar. Ich habe jetzt hier den Popper nochmal liegen gehabt, weil ihr seht, ich habe hier ein leichtes Ungleichgewicht drin und die Röhren wären einfach nicht so schön mit dem bedruckten Etikett nach vorne liegen geblieben. Entsprechend musste ich ein bisschen improvisieren. So, die stelle ich jetzt mal nach hinten. Und das sollte eigentlich genügen. Die Messer habe ich nämlich schon draußen. Und wir beginnen einfach mal mit dem, was ich euch schon vorgestellt habe. Das ist nämlich das TDUD Weasel. In dem Fall Amber Jig Bone, also gefärbter Knochen mit diesen Fräsungen drin. Gibt ein wunderschönes rustikales Finish, wirkt antik. Ja, und das ist ja genau das, was diese Messer repräsentieren. Die gute alte Messermacher-Tradition aus dem 19. Jahrhundert in der Gegend um die Stadt T-Dude, Titusville, Pennsylvania. Damals eine der Messerhauptstädte. Eingelassen das T-Dude Schild, Neusilber Backen, Messingliner, eine Stahlfeder. Jetzt bin ich mir bei der Feder gar nicht mal so sicher, ob die auch 1095er High-Carbon-Stil ist oder ob die Feder aus aus Stainless Steel ist. Müsst ihr verzeihen, weiß ich gerade nicht. Ansonsten, Walk and Talk ist traumhaft. Federspannung. Ich habe gesehen, da gibt es ein Punktesystem von 0 bis 10. Die meisten bewerten die Federspannung auf der ersten Hälfte etwa mit einer 5 und auf der zweiten Hälfte etwa mit einer 6. Wenn das die Referenz ist, dann weiß ich ungefähr, woran ich bin und kann das dann später bei anderen Messern ganz gut einschätzen. Also, einfache Bolster, ich weiß nicht, nennt man das hier vorne? Pinched? Ich weiß es gar nicht. Also nach vorne abgeflacht. Satinierte Klinge, 1095er. Ganz leicht angedeutete Swatch und zwischen dem zweiten und vordersten Drittel liegender Nagelhau. Wir haben die Prägung TDUD Cutlery Made in USA und hier Great Eastern Cutlery TDUD und dann 48 81 17. Zur Stempelung und zu der Nummer bin ich ja schon eingegangen. 48 ist das Pattern, das ist das Slim Dogleg. Die 8 bedeutet, dass wir eine Muskrat Clip Point Klinge haben. 1 bedeutet eine Klinge und die 17 ist das Herstellungsjahr, also 2017, ein ganz aktuelles Modell. Das eingelassene Schild mit dem TDUD Schriftzug relativ einfach gestaltet. Ja, und das ist ein Messer im TDUD Trim. Und was das genau bedeutet, erkennt man dann, wenn man den Kontrast hat zu einem Messer im Northfield Trim. Und da das Video nicht allzu lang werden sollte, gehen wir direkt dazu über. Da kommt nämlich mein neues Schätzchen ins Spiel. Wow. Ich bin nach wie vor hin und weg, wie traumhaft schön dieses Taschenmesser ist. Jetzt haben wir hier Sweet Pickle Green Jig Bone. Also
die eingelegten Gürkchen, Pickles, Sweet Pickles. Wir haben Stahlfedern, Messingliner, Neusilberbacken. Ihr seht schon, das Northfield Unexcelled Schild ist etwas größer und aufwendiger als das T-Dude. Ansonsten in der generellen Griffkonstruktion nicht wirkliche Unterschiede zu entdecken. Bolts da hinten, Bolts da vorne. Diese sind allerdings mit Rillen versehen. Das ist das erste ganz augenscheinliche Merkmal, das die Unexcelled, abgesehen von dem Schild, von den T-Dude unterscheidet. Hier plain und hier mit Rillen. So, klar, hier haben wir ein Zweiklingenmodell, das ist das sogenannte Improved Trapper. Wir nehmen mal die Hauptklinge. Dort sehen wir nämlich direkt die nächsten Unterschiede. Wir haben kein Satin Finish, sondern Hochglanz, Mirror Polish. Wir haben eine sehr deutliche und ausgeprägte Swedge. Wunderschön, wunderschöne Klinge. Den Northfield Unexcelled Made in USA Schriftzug. Und Da hinten bin die ich mir Klinge. leider nicht sicher. Da meldet sich doch glatt noch mein Echo zu Wort. Die 48-82-17 oder 48-8-2-17 müssten wir ja in dem Fall sagen. 48 bedeutet, wir haben das gleiche Pattern, Slim Dogleg. Ja, ganz klar zu erkennen. Das ist das gleiche Knife-Pattern. In diesem Fall mit der Hauptklinge. Die dritte Ziffer bedeutet immer, welche Form die Hauptklinge hat. Und das ist wieder eine Muscret Clip Point. In dem Fall aber mit einer deutlich ausgeprägten Swedge und Mirror Polish. Zwei bedeutet, wir haben zwei Klingen und die 2017 repräsentiert durch die 17 als letzte beide Ziffern. Ja, und ihr seht schon, bei den Messern ist auf jeden Fall ratsam, immer ein Mikrofasertuch oder ein Brillenputztuch zur Hand zu haben, denn die sind doch ziemliche Fingerabdruckmagnete. Ja, hochglanzpoliert, dazu Northfield Unexcelled Trademark Laserung auf der Klinge. Wir haben auch hier einen 1095er High Carbon Steel. Das heißt, diese Klinge wird eine Patina annehmen und die Laserung wird irgendwann sehr, sehr schnell unkenntlich werden, wenn man das Messer nicht sehr, sehr sorgsam pflegt. Bei dem Modell hier bin ich mir sicher, es wird eher ein Show-and-Shine-Stück bleiben, während das dann der User wird. Dementsprechend werde ich hier darauf bedacht sein, den Zustand, wie er jetzt ist, beizubehalten. Also, traumhaft. Auch hier beinahe identisch, ich würde sogar sagen, kein Unterschied spürbar im Walk and Talk und im Pull. Das würde ich jetzt auch wieder, wenn das eine 5 ist, ist das auch eine 5. Wenn das eine 6 war. Ja, zwischen 5 und 6. Normalerweise ist der zweite Teil immer ein bisschen schwieriger als der erste. Hier ist der Unterschied nicht so deutlich wie bei dem. Hier würde ich sagen, vielleicht beides eine 5. Ja, und weil es ein Zweiklingenmodell ist, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Denn die ist ja für mich als Fan der Viper von Great Eastern Cutlery war es natürlich absolute Pflicht. Die Wharncliffe-Klinge mit Swedge. Das ist ein fieser Stachel, das ist ein fieser Piekser. Schaut euch das an. Kaum berührt, schon in der Haut. Wahnsinn. Traumhaft, traumhaft, traumhaft. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, also Schild, Bolster, Ausführung der Klinge, poliert statt Satin Finish und wunderschönes Wedge. Das sind die Hauptunterschiede zwischen den Northfield Unexcelled Modellen und den T-Dude Cutlery Modellen. Die Unexcelled Modelle definitiv ein bisschen mehr auf Show und Shine. Die T-Dude dann nicht ganz so und dementsprechend vielleicht auch mit einem weniger schlechten Gewissen als User zu gebrauchen. Zwei traumhaft schöne Messer und ja, ich kann mir eigentlich gerade nicht vorstellen, dass die mich jemals wieder verlassen werden. Dafür sind sie einfach. Ja, sie sind nicht wirklich was Besonderes, denn im Moment waren sie ja halt, dadurch, dass sie gerade in Produktion waren, relativ leicht zu bekommen.
Ganz liebe Grüße und ganz, ganz herzlichen Dank raus an den Flo von Tools for Gents. Du hast es möglich gemacht. Ja, als ich mich in das Grüne verguckt habe, habe ich dich direkt angeschrieben und gesagt, bitte reservier mir das. Das hast du gerne getan und ja, ganz, ganz herzlichen Dank für den Deal. Mein drittes war ja das Boys Knife. Ebenfalls im TD-Wood-Trim, allerdings hier in einer etwas anderen Ausführung, denn hat was. Nee, jetzt hatte ich kurz gedacht, das wäre eine Special Factory Order gewesen, war es aber gar nicht. Hier haben wir jedenfalls keine Messingliner, sondern Stahlliner. Und im Unterschied zum Weasel haben wir hier einen Longpull und eine Swatch im TD-Wood-Trim, allerdings dann natürlich im Satin-Finish. Die einfachen Bolster und das grüne Micarta, und das ist hier wirklich sehr gelungen. Auf der Frontseite ein bisschen dunkler als auf der Rückseite, aber gerade die Struktur und Farbgebung auf der zweiten Seite ist halt schon ziemlich geil. Hier Spearpoint und die kleine Penblade mit einem ganz normalen Nagelhau. Sehr coole Ausführung, auch ein wunderschönes kleines Messer. Aber wie das halt manchmal so ist, es können nie alle bleiben und deshalb habe ich mich dann schweren Herzens entschieden, mich dann über kurz oder lang von dem wieder zu trennen. Sollte jetzt einer von euch Interesse haben an diesem Messerchen, ich glaube, der Preis beim Flo im Shop waren 105 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es ein paar Tage in der Hosentasche gehabt, habe kleinere Sachen damit geschnitten. Natürlich ist das ein Messerchen, ihr seht das selber. Das ist nicht für den Hard Use gedacht, sondern damit macht man mal ein Paket auf, schneidet einen Brief, öffnet einen Brief oder schneidet mal einen Faden ab, was der Geier was, also die kleinen alltäglichen Sachen, die so anfallen. Wenn einer Bock hat, meldet euch bei mir. Über den Preis werden wir uns auf jeden Fall einig. Dieses kleine kann gehen. Kommt natürlich in der Original-Tube mit dem Original-Wachspapier und ja, wie ihr seht, in einem hervorragenden Zustand zu euch. Also, falls einer Bock hat von euch, die bis hier durchgehalten haben am Ende des Videos, meldet euch, das Boys Knife kann gehen, das Weasel und das Trapper, die müssen einfach bleiben. Eins als User und eins zum Bewundern. Gut, das soll es gewesen sein, schon wieder 12,5 Minuten länger, als ich gewollt habe. Warum nehme ich es mir eigentlich jedes Mal wieder vor? Bringt ja eh nichts. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.